Schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen zu Ihrer Lokalzeit OWL. Lange Schlangen waren es heute vor dem Stadion. Im Paderborner Stadion läuft in diesen Minuten das Fußball-Highlight des Jahres für die Paderborner Fans. Denn der SCP spielt im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayern München. Es war zu erwarten, dass es schwer wird. Nach der ersten Halbzeit steht es dort bereits 0:3. Aus Rechtegründen dürfen wir leider nicht im Stadion filmen. Deshalb ist unser Reporter Stefan Leiven in einer der Paderborner Fankneipen schlechthin. Zum Ölberg. Stefan, wie sieht's aus? Stimmung noch gut bei euch? Gloria und Segen. Ja, danke schön, Stefan Leiven, für den Moment. Wir werden das Spiel natürlich weiterhin beobachten. Natürlich kann Paderborn Fußball spielen, sind ja immerhin Tabellenführer in der dritten Liga. Und vielleicht schießen sie ja wirklich noch ein Tor. Mit einem Pilotprojekt will der Kreis Gütersloh demnächst der allmorgendlichen Rush-Hour vor den Grundschulen Einhalt gebieten. Lasst uns laufen, heißt das Projekt, das Eltern dazu bringen soll, ihre Kinder nicht immer mit dem Auto direkt vor die Schule zu fahren. Stattdessen sollen an einer verkehrstechnisch günstigeren Stelle sogenannte Elterntaxi-Haltestellen eingerichtet werden. Im Detmolder Ortsteil Heiligenkirchen macht man damit schon seit gut 2 Jahren gute Erfahrungen. Eine ungewöhnliche Vernissage hat gestern Abend viele neugierige Besucher in die Trauerhalle eines Bürener Bestatters gelockt. Zu sehen ist dort eine Karikaturensammlung über das Sterben, Trauer und den Tod. Eine erfolgreiche Wanderausstellung eines Hospizvereins aus dem bayerischen Bamberg. Trauerhallen sind ja normalerweise eher sehr leise Orte. Wir zeigen Ihnen jetzt einige laute. Denn es gibt vom Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen erstellte sogenannte Lärmkarten, die genau zeigen, wie sehr jeder Einzelne von uns mit Lärm belastet ist. Jetzt wurden diese Karten aktualisiert. Wir wollten wissen, wie aussagekräftig sie sind und haben uns deshalb heute mal umgehört. Ja, und wir kommen zu den Nachrichten. In Bad Salzuflen hat heute die Zulieferermesse ZOW der Möbelindustrie begonnen. 190 Hersteller aus 16 Ländern präsentieren bis Donnerstag ihre neuen Produkte. Es sind schlechte Zeiten für Wildschweine. Um einem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest vorzubeugen, zahlt der Kreis Paderborn Jägern jetzt eine Prämie für erlegte Frischlinge. 40 Euro bekommt ein Jäger, der ein Wildschwein mit bis zu 25 Kilo Gewicht erlegt. So soll die Wildschweinpopulation reduziert und damit auch die Ansteckungsgefahr für die Schweinepest reduziert werden. Denn laut Kreis Paderborn wäre der Schaden für die Landwirtschaft immens, wenn das Virus in heimische Bestände gelangen würde. Tausende von Schweinen müssten dann gekeult werden. Das Erzbistum feiert in diesem Jahr das 950. Jubiläum der Domweihe. Es gibt unter anderem eine musikalische Festwoche und eine große Gotik-Ausstellung. Heute hat die Kirche das komplette Programm vorgestellt. Die Landesgartenschau in Bad Lippspringe im vergangenen Jahr hat sich für die Veranstalter auch finanziell gelohnt. Der Gewinn liegt nach ihren Angaben in sechsstelliger Höhe. Insgesamt sind von April bis Oktober vergangenen Jahres fast 600.000 Besucher auf das Landesgartenschaugelände gekommen. Der Gewinn soll unter anderem in Unterhaltung des Geländes fließen. Man kann ja gar nicht früh genug damit anfangen, Kindern die einfachsten Erste-Hilfe-Regeln beizubringen. Findet auch Sven, genannt Campi Campeter. Er ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Deutschen Roten Kreuz in Bünde. Mit Paul, seiner Puppe, zieht er durch Grundschulen und Kindergärten, um schon den ganz Kleinen die richtigen Handgriffe für den Notfall beizubringen. Spielerisch. So, wir machen jetzt einen kleinen Ausflug und zwar nach Münster in den Allwetterzoo. Ist ja nicht so weit weg von hier und gerade lohnt sich der Weg besonders, denn dort gibt es jetzt schon den ersten Nachwuchs bei den Tieren. Und das ist ja immer besonders niedlich. Der Star zurzeit dort ist knapp 4 Wochen alt, ein weißes Mantelaffenbaby. So, und wir schauen jetzt nochmal zu unserem Reporter Stefan Leiven. Er ist für uns heute in der Paderborner Fankneipe zum Ölberg und guckt mit Paderborn-Fans das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen die Bayern. Die waren ja von Anfang an klarer Favorit. Inzwischen steht es dort 0:4. Die Paderborner halten sich also erstaunlich wacker. Habt ihr denn noch Spaß oder sind die Ersten schon nach Hause gegangen? Alles klar. Dankeschön. Stefan Leiven war das live aus Paderborn. Der Winter war bisher echt eklig. Der dunkelste, also sonnenstundenärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Aber jetzt endlich bekommen wir doch noch mal das Wetter, wie man es sich wünscht. Frostig, mit blauem Himmel und viel Sonnenschein. Und das merkt man dann sofort auch an der Stimmung, wie wir heute in Bielefeld festgestellt haben. Ja, und das Schöne ist, es bleibt sonnig in den nächsten Tagen. So toll frostig wie heute auf dem Foto aus der Nähe von Erlinghausen wird es also auch morgen wahrscheinlich wieder an vielen Orten aussehen. Dankeschön für das Bild. Es kommt von unserem Zuschauer Martin Düsterberg aus Leopoldshöhe. Und hier sind die Aussichten. Damit sagen wir Tschüss für heute und bis morgen.